Yo, servus, guys, euer Sweater ist back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen, Jungs. Ja, heute zu dem Video, wenn FIFA-YouTuber in den Urlaub gehen, meine lieben Freunde. Wie der ein oder andere mitbekommen hat, produzieren auch diese dann Videos vor. Jedoch ist das bei mir natürlich ein bisschen schwieriger, da wie der ein oder andere sicherlich wissen sollte, ich FIFA-News produziere und das ziemlich schwierig ist, wenn ich nicht zu Hause bin, nicht aufnehmen kann, etc. Deswegen heute mal ein kurzes Infovideo da an der Stelle, Jungs. Ich werde ab Donnerstag im Urlaub sein und es wird voraussichtlich im Zwei-Tage-Takt immer so circa 21, 22 Uhr ein Video online kommen, meine lieben Freunde. Ich wollte euch nur so vorwarnen, ich habe trotzdem viele interessante Themen mit dabei, viele gute Videoumsetzungen. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Content, den ich dafür die Zeit vorproduziert habe, aber nicht wundern bitte, falls irgendein neuer, sag ich mal, Anführungszeichen Skandal oder irgendeine krasse News entsteht und ich dann nicht drüber berichte. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig. Klar, passiert etwas richtig Krasses, dann kann ich es mir auch vorstellen, dass ich mich am Strand stelle und dann mal kurz mein Handy anmache und mein Headset dran stecke. Aber ich finde, das sollte am Ende nicht die Lösung sein, meine lieben Freunde. Deswegen heute das Infovideo dafür. Nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, werde ich da auf alle Fälle meine, wahrscheinlich, je nachdem wie viel passiert ist, ne, ausführliche News-Folge machen, was da in dieser Zeit komplett alles passiert ist. Aber nicht wundern, Guys, es kommt trotzdem regelmäßiger Content und ich würde auch sagen, trotzdem ziemlich interessanter Content, meine lieben Freunde. Das wollte ich euch an der Stelle nur einmal kurz sagen. Sonst noch irgendwas auf meiner schönen Liste? Ja, falls der ein oder andere Lust hat, weiterhin zu sehen, weiterhin zu interagieren, weiterhin zu sehen, was ich poste, was ich so mache. Ich bin auf Twitter sehr, sehr aktiv. Also da tweete ich eigentlich fast gefühlt den ganzen Tag, wenn man es so sieht. Da würde ich mich sehr freuen. Falls ihr immer up to date sein wollt, mehr oder weniger, denn da äußere ich mich auch oft zu diversen Themen, die mir dort vorgeschlagen werden. Deswegen würde ich mich da auch sehr über einen kostenlosen Follow freuen, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, euer Sweater ist raus. Genießt das Leben, genießt das Wetter, macht's gut, haut rein und ciao. Dance when the bass hit, dab on the spaceship, me and all my